Hi und willkommen zu einem neuen Video. Und heute ist Simi dabei. Der zerstört heute meinen Account. Als Revanche sozusagen. Letztes Mal habe ich ja seinen Account zerstört und er hat keinen einzigen der Joker benutzt. Deswegen habe ich euch eben auch schon mal die Regeln eingespielt. Und noch eine Sache, und zwar ist es jetzt der fünfte Try vom Start der Aufnahme, weil wir hatten eben technische Probleme. Ja, hi übrigens. Moment. Egal. Auf jeden Fall, ich erkläre euch kurz die Sachen von Account zerstören. Also wir zerstören uns da in verschiedenen Spielen die Account, wahrscheinlich hauptsächlich im Brawlstars, weil man das da drin irgendwie am besten kann. Ich weiß auch nicht ganz, also finde ich zumindest. Und ich glaube, Simi geht's auch so. Und also die Sachen, die da besonders sind, ist halt, es gibt verschiedene Joker. Ein Joker, dass man die Sache einfach nicht machen muss. Die Joker kann man alle einmal pro Folge anwenden. Dann gibt es noch einen Joker, dass man das auf einem anderen Account machen kann, also nicht auf dem Hauptaccount. Oder, ja. Und der dritte Joker, der ist sogar relativ neu, der ist der Reverse Joker. Also, der geht zwar nicht immer, weil manchmal habe ich ja zum Beispiel Brawler nicht, die Simi hat oder andersrum. Aber wenn der halt benutzt werden kann, dann muss der andere das im nächsten Video machen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen höchsten Brawler droppen müsste oder mit dem in eine Runde gehen müsste und ich den Joker dann anwende, müsste Simi das dann machen im nächsten Video. Vielleicht auch in diesem Video, das ist ja auch egal. Dann gibt es noch zwei Sachen. Das sind jetzt zwar keine Joker, aber erstens, man hat 10 Minuten Zeit pro Video, nur den Account zu zerstören. Ja gut, bei den ersten Videos waren es jetzt beide 12 Minuten, aber das ist ja, glaube ich, auch nicht so schlimm. Und damit ich jetzt endlich mal fertig werde, die letzte Sache ist dann, dass man, wenn es einem zu hart wird, kann man auch sagen, man steigt aus. Dann war es das zwar mit dem Projekt, aber das geht halt vor, wenn man halt nicht mehr möchte. Man kann aber natürlich auch nur für eine Folge oder so aussteigen, wenn es einem zu hart wird. So ein Faker. Okay, gut, jetzt geht's weiter. Ich habe eben noch mal was nachgeguckt. Obwohl, ich sammle es erstmal noch nicht ein. Dann sag mir schon mal die erste Aufgabe. Geh mal in deine Brawler rein. Oh nee. Ich habe schon deine Tara gesehen. Ich kenne die eh. Wie wär's, wenn du in eine Runde Solo reingehst? Du musst dich nicht killen lassen. Versuch einfach Erster zu werden und danach machen wir mal eine Runde Duo zusammen. Ich gehe schon mal online. Du bist ja viel gemeiner als ich. Nein, du. Ja, ich musste meinen Colt und meinen Shelly drücken. Also. Ja, okay. Du darfst auch gewinnen, wenn du gewinnen kannst. Öffne mal eben erstmal oder was du kriegst. Durftest du ja auch. So, ich gehe mal online. Aber starte schon mal. Solo Showdown. Okay, mal sehen. Shit. Und geh am besten beim Sprechen nah ans Mikrofon. Ja. Okay, die Runde geht los, ihr seht's ja. Scheiße, ich esse gerade noch. Nein, okay. Nein, Leon, ich muss gerade noch essen. Lass mich bitte in Ruhe. Danke für dieses Zusehen. Bitte sehr, zwei schauen dir zu. Ey. Dann ist es ja noch schlimmer, wenn ich mich gleich blamiere. Sorry übrigens für diese kurzen Soundeffekte. Ich war zu nah am Tisch und musste mich vom Tisch wegschieben. Und deswegen hat es wahrscheinlich ein bisschen gerumpelt. Das tut mir leid. Oh. Wie wär's, wenn du vielleicht mal deine Tara neue Gears ausrüstest? Geht nicht. Ach so, ja, kann ich. Vielleicht mal ein bisschen upgradest. Weil immer so Power 1 ist Gears. Hä, ich hab Power 2 Gears. Echt? Ja. Ja, beim letzten. Achso, weil als wir gepusht haben. Kann nicht auch sein. Ja, das war ja auch schon ein bisschen her. Oh Mann, ey. Das ist bitte. Minus 2, alles gut. Weil guck meine Gears an.
Das sind halt meine Geschosse. Achso, ja, okay. Beim letzten Mal hattest du irgendwie. Ich könnte hier auch einige. Hier Widerstand. Hast und du so nicht könnte ich easy. Doch? Nein. Ah ja, stimmt, davon habe ich nichts, aber könnte ich eigentlich draufbringen, aber mache ich natürlich nicht. Ich habe wieder. Okay, was wollen wir. Da ist gar nichts, da ist gar nichts. Oh scheiße. Nee. Das sind nur die Markenverdoppler, die ich hier gerade habe. Keine Angst, du darfst später nochmal in den Shop gehen. Also ich bin gerade in den Shop gegangen und scheiße, ich habe meinen Timer vergessen zu stellen, wie beim letzten Mal auch. So, wir spielen 2 Runden. Das heißt, ich stelle jetzt erstmal einen 8-Minuten-Timer. Also wir überziehen wieder ein bisschen oder ich stelle einen 7-Minuten-Timer. Ich weiß nicht, ob ich fies sein soll. Wenn ich fies bin, nehme ich irgendeinen Scheiß-Brawler und lass mich die ganze Zeit killen. Oh. Und du das gegen die Teams spielen. Naja. Komm, ich versuche deine Sachen mal auf. Ja, mal speich. Ich versuche dir erstmal einen Win zu schenken. So, ich spiele einfach mal einen Bass. Das ist gut. Ja, und dann droppe ich jetzt deinen Bass. Du droppst deine Tara noch mehr, Alter. Genau, du kannst mir ja auch eigentlich Kommandos geben als Aufgaben. Ihr wisst ja, was ich so als Joker nehmen kann, weil ich habe euch das ja eben eingespielt. Und, mal gucken, ob die heute Verwendung finden. Simmy hatte ja beim letzten Mal keinen einzigen davon benutzt. Ja, ich fand halt bei der ersten Episode so die besten Sachen direkt als direkt rauszumachen, ist ein bisschen langweilig für euch, weil ich glaube, ihr findet es auch gut, wenn unser Konto richtig zerstört wird. Ich glaube, das ist schon unterhaltsam. Genau. Ich hatte übrigens noch eine Joker-Idee. Und zwar erkläre ich die kurz. Und zwar, wenn man eine Sache bekommt. Natürlich haben wir jetzt unterschiedliche Accounts, deswegen kann man den Joker nicht immer verwenden. Aber so ein Reverse-Joker, dass der andere das dann im nächsten Video bei sich selber machen muss. Also zum Beispiel, wenn du mir jetzt sagen würdest, drop deinen höchsten Brawler. Oder die Max ist richtig low. Also bei mir wäre das dann Tara auf unter 100 Trophäen. Oh scheiße, ich bin richtig low, Wenn du mir das sagen würdest, dann könnte ich das dann mit dem Reverse Joker umdrehen und da müsstest du im nächsten Video deinen höchsten Brawler auf unter 100 Trophäen droppen. Findest du, das ist eine gute Idee? Ja. Also ich würde diesen dieses Mal noch nicht verwenden, weil ich mir den gerade erst ich habe mir den letztens ausgedacht, aber ich würde den zwar jetzt noch nicht verwenden, aber in Zukunft können wir den ja auch Scheiße, mal was benutzen. Was habe ich da gemacht? Ich habe einfach den Blick. Oh, der ist richtig laut, das du. Ja, gut. Am Ende schenkst du mir jetzt gerade sogar noch was. Ja. Kurzer Win. Oh, scheiße. Ich kann doch gerne ändern, wenn du willst. Oh, vielleicht jetzt auch kein Win. Scheiße, der hat 10 Cubes. Das tut weh. Oh, Bruder. Oh, nee. Aber denk dran, du hast gar nicht mehr so viel Zeit, also. So, okay, du gehst mal in deinen Shop rein. Okay, nee, können wir nicht lieber in den Club? Nein, erstmal Shop. Du kaufst das an dieses Angebot, dann ein Scherz. Das haben die ja gar nicht gesehen, welches du meintest. Okay. Klick mal drauf. Hä? Egal. Das sind noch schön. Okay. Was ist denn hier? Boah, das sind schon schöne Skins. Wie wär's denn mit dem Genie? Findest du den schon? Oder wie findest du über den schon? Oder die hier sind günstiger, ne? Ah, der ist so richtig reduziert. Ich lasse es erstmal. Ja, den kannst du. Ich sehe schon 19.000. Nein, Star bitte, ich kaufe mir lieber einen Skin. Entweder. Ich weiß nicht, ob ich so fies sein soll. Also am besten noch nicht am Anfang, weil sonst ist es in der nächsten Episode schon löscht dein Account. Entweder du kaufst den oder du kaufst dir. Welchen findest du von den Skins hier am schönsten? Hättest du am liebsten? Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich bin jetzt nicht. Also, Neko oder Pirat, Jean? Achtung, es rumpelt noch mal kurz. Okay, komm. Oder willst du dir das kaufen? Nee, danke. Obwohl, habe ich überhaupt. Komm, wir machen erstmal Aufnahmen am Laufen. Ich hoffe, ja. Guck doch einfach. Ja, habe ich, okay. Okay, also wir machen das später noch. Jetzt kannst du erstmal eine schöne Clubpost senden. Warte, ich sende sie für dich.
Okay, ja, sag mir schon eher, also. Sag mir erstmal und dann kannst du ja auch weiter tippen. Hey Leute, ich weiß, ich bin ein dummer Anführer. Alle, die viel Clubliga spielen, werden rausgekickt. Nein, das nicht. Doch, das schreibe ich jetzt. Nein. Ja, mache ich nicht. Sorry, falls ich hier übrigens mal Sachen falsch schreibe, das ist mir gerade nämlich ziemlich alle, egal. Die kein Rang 25er haben, sind richtig loste Spieler. Ey, dann liefen doch noch alle unseren Club. Joint dem übrigens gerne. Ihr seht ja Fusselu Flecki da unten. Ja, ich schicke gleich noch eine Clubpost, dass ihr das nicht macht. Okay. Rang 25. Und dann schreibst du gleich noch, ich liebe Eier. Und dann Eier irgendwo. Oh, ich hasse diesen Kevin. Was soll ich schreiben? Ich liebe Eier. Nee, alle, die keinen Rang 25er haben, sind richtig lost in dem Game. Das kann ich vielleicht auch rausschneiden. Hier diesen Part, wenn du willst, weil das dauert ziemlich lange. Ja, mal gucken. Oh nee, hier gibt's kein Emoji-Suchen. Hier ist es doch. Ah ja. Okay, schick. Ab. Okay. Ah Mist, ich hab. Scheiße. Also, ich hab jetzt ich liebe Ei geschrieben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und sorry, falls der Ton hier etwas leiser ist, ich versuche den sehr laut zu machen. Was? Die haben Lost da einfach. Verpixelt. Nein, das war, ich bin ein dummer Anführer. Das haben die verpixelt. Also dummer. Wie viele sind eigentlich gerade im Club? Alle, die keinen Rang. Ich schreibe eben die Entschuldigung. 22 Leute, krass. Okay. Komm, deine Zeit läuft ab, ne? Okay, so. Wollen wir jetzt das mit den Skins machen? Okay. Gut. Ja, dann geh noch mal in deinen schönen, wunderschönen Shop rein. Noch habe ich keinen Joker benutzt. Scheiße, Joker. Okay, entweder du kaufst dir jetzt diese Star Power oder dieses Pin Pack. Oder den epischen Pin. Joker. Okay. Danke. Joker, dass ich es gar nicht machen muss. Entweder du kaufst dir jetzt einen deiner Lieblingsskins hier raus oder du kaufst dir diesen Skin. Na, Zeit abgelaufen. Hä? Ja, die Zeit ist abgelaufen. Ja, ich. Aber wir ich haben doch kein Zeitlimit. Doch, wir haben doch gesagt 10 Minuten. Ja. Aber ich kaufe mir trotzdem eben noch den Skin. Welchen möchtest du? Ich muss auch einen Skin kaufen. Wen kaufe ich? Pirat oder Nekobi? Ich finde, es gibt schon coole, die du hast. Du hast schon coole. Dann können wir gleich direkt eine Runde mit damit spielen. Ja, ich kaufe sie, glaube ich. Worauf wolltest du denn deine Gems sparen? Ich spare einfach gerne. Habe auch nichts Bestimmtes gespart. Aua! Und da kommt der Skin. Aber der, ich muss sagen, ich finde den Skin sehr gut. Ich mag den gerne, den Skin. Aua! Komm, wie die Gems da so runterrattern. Wie viele hast du? Komm, schreib eben, dass die Leute den Club nicht verlassen sollen. Ja. 30, hä? Immer noch viel mehr als ich. Okay, danke. Danke fürs Zusehen. Sorry für dieses lange Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt Ideen rein, was ihr noch so haben wollt. Schreibt generell rein, ob ihr irgendwie noch Ideen habt für irgendwelche neuen Sachen. Und dann ciao.